ernsthaft, Max? Wer ist dieser Max, von dem du sprichst? Ich bin nur ein Junge mit schlechten Augen. Danke fürs Mitnehmen, Chloe. Und merk dir, wir sind eigentlich gar nicht hier. Klar, ich verliere doch nicht meine Kräfte. Okay, Candy. Finden wir raus, was du vorhast. Nicht klopfen. Das ist nicht mehr unser Haus. Geh einfach. Okay. Wir riskieren unsere Kräfte wegen einer Party? Allison hasst Partys. Ich finde raus, was hier vorgeht. Hey, Allison. Alles okay? Candy Falconman ist die beste und die süßeste Person, die mir je begegnet ist. Sie wirken, als wären sie hypnotisiert. Candy Falconman ist mein Wolfgang und Wolfgang. Oh nein, sie hat sogar Wolfgang erwischt. Schnell, wir müssen Candy finden. Ihr habt sie gefunden. Willkommen auf meiner Party. Himbeer-Pixie-Stab für euch zwei. Max? Max, wach auf! Hä? Warum riecht sie so gut? Wir kleben beide in Zuckerwatte fest. Oh. Vergiss doch mal uns. Was hat sie meinem schönen Versteck angetan? Jetzt ist es mein schönes Versteck geworden. Okay, frieren wir diesen Freak ein. Oh, eure Kräfte wirken nicht auf mich. Ich bin durch Zuckerguss geschützt. Colosso, hilf uns, du hast uns doch gerufen. Das war, bevor ich mich entschieden habe, dass Candy meine Sugar-Mama ist. Aber Max ist deine Sugar-Mama. Du weißt, dass es so ist. Du hast mit meinem Brainwash XL alle zu deinen Freunden gemacht? Ja, ganz recht. Und nachdem ich ihn erst mit dem Satelliten auf dem Dach verbunden habe, benutze ich ihn für ganz Hiddenville. Warum suchst du dir deine Freunde nicht auf normale Weise? Oh, ich hab's versucht, aber unabhängig davon, wie süß ich bin, weigern sie sich, mich anzuhimmeln. Oh. Wer hätte gedacht, dass das Kind von Superhelden ein Superschurke werden kann? Oh, richtig wie ich. Seid bloß froh, dass ich euch nicht in Lebkuchenmännchen verwandelt habe wie meine Eltern. Sie leben jetzt hier drin. Lass uns hier raus, Prinzessin! Nein! Auf zur Gehirnwäsche der Stadt! Das nützt nichts. Das war meine einzige Chance, wieder gut zu machen, dass ich die Stadt gefährdet habe und ich habe versagt. Phoebe, wir können diesen zuckerverrückten Dummchen nicht Hiddenville überlassen. Das werdet ihr auch nicht, weil ich euch retten werde. Ich dachte, du bist auf Candys Seite. Du siehst sogar aus wie ihr pelziger Zwilling. Ich habe nur so getan, als wäre ich auf Candys Seite. Sonst hätte sie mich in einen Schokohasen verwandelt. Sagtest du nicht, du hasst mich, wenn ich gut bin? Das stimmt. Ich vermisse meinen besten Freund. Und ich will meine Sugar-Mama zurück. Ich vermisse dich auch, Kumpel. Okay, cool. Wenn ihr beide mit eurer Paartherapie fertig seid, können wir dann raus hier? Ah, Zeit, euch frei zu fressen. Zum Glück ist heute mein Schummeltag.